17. Bevor ich das tue, das ist die Änderung der Dresdner Richtlinie für den sozialen für die sozialen Mietwohnungsförderung. Wir haben jetzt noch knapp eine halbe Stunde. Es ist offenkundig, dass wir die Tagesordnungspunkte, die wir zusammen debattieren wollten, die sich um die geplante Schwimmhalle Dresden-Klotscher ranken, 28 bis 23, heute nicht, angesichts auch der Anzahl der Rednerinnen und Redner, die gemeldet sind, schaffen werden. Insofern empfehle ich Ihnen oder schlage Ihnen vor, dass wir jetzt nach Top 17 dann aus der zurückliegenden Sitzung die 24.1 und die 24.2 heute noch behandeln, weil da sehr wenige Rednerinnen und Redner gemeldet sind und dann den Block rund um die Schwimmhalle Klotsche, als auch den Punkt 22, auch hier sind alle Fraktionen de facto gemeldet, dann in der nächsten Sitzung aufrufen, weil wir sonst deutlich über 22 Uhr hinauskommen. Und das, glaube ich, bei dem Thema jetzt auch nicht mehr angemessen ist, das hier in den letzten verbleibenden 25 Minuten zu machen. Das wäre mein Vorschlag. Herr Laczynski, bitte. Herr Kühn, wir sind jetzt hier nicht im Bauausschuss. Wir haben es jetzt 21:35 und wir haben hier 4 gemeldete Redner für den nächsten Tagesordnungspunkt. Ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir erstmal den Tagesordnungspunkt abarbeiten und dann schauen, ob es überhaupt noch Sinn macht, irgendwas aufzurufen, eben jetzt hier Tagesordnungsanträge stellen, die am Ende eh nicht zur Wirkung kommen. Den Top 17 haben wir jetzt als nächstes. Ist richtig. Hier geht es ja um die eine im Wesentlichen nicht inhaltliche Veränderung der Richtlinie, sondern einer sprachlichen Veränderung, die notwendig geworden ist, einer formellen Veränderung aufgrund der Rahmenbedingungen. Insofern kann man vielleicht diesen Tagesordnungspunkt auch relativ zügig behandeln, sodass wir noch die genannten Punkte schaffen. Also, gemeldet ist mir, und das wäre jetzt in der Reihenfolge zunächst die Fraktion der Dissidenten. Herr Schmählich. Lieber Herr Kühn, werte Kolleginnen und Kollegen, ich will es relativ schnell machen und in diesem Zusammenhang auf eine Problematik hinweisen, die eben bei der gesamten Beratung dieser Richtlinie offensichtlich auch auf Landesebene eine nur untergeordnete Berücksichtigung gefunden hat. Nun ist es klar, dass wir auch durch die Veränderung der Landesrichtlinie, die auch die Spielräume für die kommunalen Richtlinien deutlich eingeschränkt hat, die Verwaltung in der Notwendigkeit war, hier unsere lokale Förderrichtlinie entsprechend anzupassen. Im ersten Moment wirkt es wie eine redaktionelle Arbeit, so ähnlich hat es ja Herr Kühn auch eben gerade gesagt. Aufgefallen war aber in den Beratungen, dass eben unter anderem gestrichen worden sei, dass auch förderungswürdig solche Objekte sind, die auf Flächen, die im Erbbaurecht vergeben sind, dazugehören. Das hatte mich ein bisschen stutzig gemacht und dann entsprechend nachgefragt. Und tatsächlich war es so, dass immer wieder gesagt wurde, auf der Landesebene sei der Versuch unternommen worden, dieses Thema Erbbaurecht auch explizit reinzukriegen in diese Richtlinie, ist aus welchen Gründen auch immer nicht gelungen. Und daraus hätte man schließen können, dass tatsächlich solche Bauherren und Damen, die auf solchen Flächen bauen, nicht förderungswürdig gewesen wäre. Was natürlich im ersten Moment formal doof klingt, aber natürlich eine sehr entscheidende inhaltliche Gängelung auch gewesen wäre oder Gängelung ist, wenn man so will, weil natürlich erstens es ein Hineinregieren in die Grundstückspolitik der betroffenen drei Kommunen Leipzig, Chemnitz und Dresden wäre, weil es könnte ja sein, dass eine Stadt zu dem Ergebnis kommt, dass kommunale Flächen eben ausschließlich, und das machen übrigens kluge Städte, im Erbbaurecht vergeben werden. Und zweitens im Grunde genommen könnte es auch solche Bauprojekte kleinerer Genossenschaften oder von Miethaussyndikaten praktisch von der Förderung ausschließen, die
ganz bewusst auch ein solches Finanzierungsmodell über Erbbaurecht bevorzugen. Unsere Nachfrage war sinnvoll, wie ich denke, weil nämlich eine Rückfrage beim Land dazu führte, dass ausdrücklich gesagt wurde, nein, das ist mit dieser Richtlinie jetzt nicht gemeint. Das heißt, auch solche Projekte unterliegen künftig der Förderung und können sozusagen entsprechend beantragt werden. Deshalb wurde dies dann auch aus dem Entwurf der Verwaltung noch einmal im Ausschuss geändert. Das betrachte ich als einen großen Erfolg, auch für eine wohnungsbaupolitische Zielstellung, die eben nicht darauf setzt, Grundstücke immer nach dem meistbietenden Prinzip zu verkaufen, sondern eben auch eine zielgerichtete soziale Auswahl zu treffen. Aus dem Grunde kann ich jetzt dieser Richtlinie bzw. dieser Änderung, die im ersten Moment nur als redaktionelle Änderung herüberkam, jetzt auch mit vollem Herzen meine Zustimmung geben. Vielen Dank. So. Vielen Dank, Herr Schmelig. Als nächstes AfD-Fraktion. Frau Walter. Sehr geehrter Herr sitzungsführender Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, Stadträte, liebe Bürgerinnen und Bürger. Wir haben heute von Frau Dr. Kaufmann gehört, dass wir derzeit in Dresden nicht in der Lage sind, die aktuell vorliegenden Wohngeldanträge zeitnah zu bearbeiten. Online gestellte Anträge können digital nicht weiterbearbeitet werden, war die Begründung dafür. Ein Armutszeugnis für die Verwaltung, wie ich finde. Es würde vielleicht schneller gelöst werden, wenn die Verantwortlichen dafür das im Portemonnaie auch so spüren würden, wie diejenigen, welche auf diese direkte Form der sozialen Wohnraumförderung angewiesen sind. Nun gut, heute steht die Dresdner Richtlinie zur sozialen Mietwohnraumförderung zur Abstimmung. In der Hauptsache, es wurde schon gesagt, es ist eine Anpassung der bisherigen Dresdner Richtlinie an die Förderrichtlinie des Freistaates zur Schaffung von mietpreis- und belegungsgebundenen Wohnraum. Darüber hinaus aber enthält die Richtlinie einen umfangreichen Kriterienkatalog von Standards zur Priorisierung. Dieser macht umfangreiche Vorgaben zur Ausstattung von Gebäuden, Wohnungen, Außenanlagen, Barrierefreiheit, ökologische Standards. Alles ganz im Einklang mit den Investorenbedürfnissen, lässt man uns in der Begründung wissen. Ich zweifle daran schon deswegen, weil ich nicht wenige Investoren kenne, die sagen, in Dresden werden sie derart blockiert, dass sie lieber außerhalb der Landeshauptstadt ihre Projekte planen und umsetzen. Ich zweifle auch daran, dass sich angesichts der aktuellen Kostensituation in der Bauwirtschaft damit schnell neuer sozialverträglicher Wohnraum schaffen lässt. Aber wie in der Vorlage ausgeführt, gibt es ja keine Verpflichtung zur Einhaltung der aufgeführten Standards. Ich bin sehr gespannt, wie die Abwägungen dazu im Stadtplanungsamt umgesetzt werden. Vor allem aber glaube ich nicht daran, dass mit dieser Form der Objektförderung, die es ja auch in den vergangenen Jahren dem Grunde nach schon gegeben hat, in absehbarer Zeit erheblich mehr neue Wohnungen in Dresden entstehen. Der 2014 von der damaligen rot-rot-grünen Mehrheit vollmundig versprochene soziale Wohnungsbauboom blieb aus, wie wir wissen. Zudem ist der soziale mietpreisgebundene Wohnungsbau bekanntermaßen wenig treffsicher. Schätzungen zufolge ist jede zweite Sozialwohnung laut einer im Internet öffentlich einsehbaren Stellungnahme vom Institut für Wirtschaftspolitik der Universität zu Köln mit einem Haushalt belegt, der keinen Anspruch mehr auf eine vergünstigte Wohnung hat. Das Problem besteht deutschlandweit bis heute fort. Eine Erhöhung des Angebots an Wohnungen wäre jedoch durchaus sehr dringend geboten. Aber Dresden ist nicht gerade beispielhaft, was die Ausweisung von neuem Bauland angeht und gleich gar nicht, was die schnelle Schaffung von Baurecht betrifft. Vielleicht Containerbauten mal ausgeschlossen. Wir in der AfD sind der Meinung, eine direkte Förderung bedürftiger Bürgerinnen und Bürger ist das wesentlich effektivere und zielgenauere Instrument einer sozialen Wohnungsförderung, ebenso wie eine deutlich bessere Unterstützung der Wohnbauwilligen in der Stadt durch die Verwaltung. Vielen Dank. So, vielen Dank, Frau Walter. Grüne, Redebedarf? Nein. Die Linke, Herr Wirz.
Ja, lieber Stadtrat, die Anpassung der Richtlinie Sozialer Wohnungsbau der Landeshauptstadt Dresden. Toll, redaktionelle Änderungen, eine Diskussion, ob nur Erbbauberechtigte auch dürfen oder nicht. Alles in Anpassung an die Richtlinie des Freistaates Sachsen. Das ist sprachliche Kosmetik, das ist Bürokratie und das bringt uns nicht weiter. Der Wohnungsbau in Deutschland ist im Zuge der Energiekrise, der Baupreissteigerung, der Baupreis teilweise nicht Verfügbarkeit von Baumaterialien, ist im Prinzip derzeit im freien Fall. Ich gebe mal ein paar Zahlen. Von den genehmigten Wohnbauvorhaben sind derzeit ungefähr 15% werden nicht umgesetzt. Und im Vergleich zum Vorjahr haben wir ca. 25% weniger Bauanträge zu Wohnungen. Anfang des Jahres hat es eine Studie gegeben, dass in Deutschland derzeit 700.000 Wohnungen fehlen. Das Ergebnis ist, dass beginnend in Ballungsräumen wie Köln oder Berlin teilweise über 150 Anwärter auf eine Mietwohnung kommen. Die Zinssteigerungen der Zentralbanken haben dazu geführt, dass auch der private Wohnungsbau, der Erwerb von und Errichtung von privaten Wohnungen, von Wohneigentum mehr oder weniger zum Erliegen gekommen ist und diese Personen nun auch noch den Mietwohnungsmarkt im Prinzip belasten oder ihn beanspruchen wollen, das aber nicht schaffen und auch durch die Preissteigerung, durch die Inflation im Prinzip mehr Menschen in die Bedürftigkeit, in die Unterstützungspflichtigkeit geraten und damit natürlich auch der Bedarf an Sozialwohnungen sich wesentlich erhöht. Und im gleichen Augenblick passiert dann auch hier in Dresden Folgendes, nämlich dass der soziale Wohnungsbau im Prinzip im Gefolge, dass Bebauungsplangebiete nicht umgesetzt werden, dass sie nicht bebaut werden. Es ist übrigens vollkommen falsch, Frau Walter, dass hier im Prinzip kein Bauland zur Verfügung gestellt wird. Die Lingener Stadt hat seit im Prinzip über 5 Jahren Baurecht. Lenné-Platz im Prinzip hat längst Baurecht. Das Plattenwerk Johannstadt hat im Prinzip seit Jahrzehnten, ich glaube seit 2 Jahrzehnten Baurecht. Das heißt, mit Bauland wird spekuliert, aber es wird nicht gebaut. Und wir haben im Prinzip mit unserer städtischen WID Wohnen in Dresden im Prinzip uns zwar langsam, aber sehr solide fortbewegt. Wir haben im Prinzip 800 Wohnungen im kommunalen Bestand errichtet, aber im letzten Jahr den Neubau von Wohnungen oder den Neubeginn von Baustellen fallen lassen. Und daran ändert im Prinzip diese auch geänderte Richtlinie des Freistaates gar nicht, weil die redaktionellen Änderungen, die können nicht darüber hinwegtäuschen, dass einfach diese Finanzierung des belegungsgebundenen Wohnraumes in Sachsen und damit auch in Dresden nicht auskömmlich ist. Wir können nicht mehr mit den Fördermitteln unseren Eigenkapitalanteil darstellen und gleichzeitig mit den Mieten abgedeckte, also mit den sozialen Mieten abgedeckte Kredite aufnehmen. Die Zinsen sind zu hoch und außerdem sind die Baukosten zu sehr gestiegen. Und deswegen bauen wir zurzeit als Landeshauptstadt Dresden keine Sozialwohnungen mehr. Das wird die Situation verschärfen und hier müssen wir im Prinzip mal rangehen. Im Prinzip, es reicht nicht, hier gewisse redaktionelle Änderungen vorzunehmen, die Sprache anzupassen und eigentlich keine Wohnung zu bauen. Unser Fokus muss darauf gerichtet sein, dass wir wieder Sozialwohnungen errichten, dass wir Wohnungsbau in Dresden in Gang bekommen und dass wir auch die WED wieder im Prinzip in Aktion setzen, nicht nur diese begonnenen Bauvorhaben fertigstellen. Das Ärgerliche an der Situation ist gerade, dass wir, nachdem wir kleine und mittlere Bauvorhaben erfolgreich abgeschlossen haben, sie auch im Prinzip in die Vermietung gegeben haben, dass wir nun vor 2 besonders großen Bauvorhaben standen, wo insgesamt 250 Wohnungen derzeit im Prinzip in der Warteschleife sind. Diese Warteschleife müssen wir beenden. Es geht da vor allen Dingen um die Marienallee und um das Käthe-Kollwitz-Ufer. Hier im Prinzip besteht Handlungsbedarf, weil wir sonst den Bedarf an Wohnungen in dieser Stadt nicht decken können. Insofern ist das heute der Anlass, mal im Prinzip auf dieses Problem hinzuweisen. Ansonsten hilft uns diese Umstellung, diese Richtlinie derzeit nicht sehr weiter, außer dass im Prinzip es verwaltungstechnisch in irgendeiner Weise in Ordnung gebracht wird, ohne es inhaltlich groß zu verändern.
Insofern ein enttäuschendes Ergebnis heute und wir müssen im Prinzip überlegen, wie wir aus dieser Situation als Stadtrat rauskommen. Und wenn die Verwaltung das nicht schafft, dann müssen wir die Impulse in Zukunft setzen. Vielen Dank. So, schönen Dank, Herr Würz, CDU-Fraktion, SPD-Fraktion, Herr Treves. Ja, sehr geehrter Herr Kühn, liebe Kolleginnen und Kollegen, eigentlich wollte ich zu der Vorlage gar nicht reden, weil sie inhaltlich tatsächlich gar nicht so mega revolutionär und spannend ist, aber der Beitrag von Frau Walter hat mich dann doch noch mal motiviert, das irgendwie so nicht stehen zu lassen. Vielleicht noch mal ein kurzer Blick auf die WID. Wir haben sie 2017 gegründet und ich weiß nicht, wie viele Beispiele hier den Leuten Ihnen hier im Stadtrat einfallen von Wohnungsunternehmen, die gegründet wurden und 6 Jahre später schon viel, viel, viel mehr Wohnungen gebaut haben als die WID. Ich glaube tatsächlich, dass mit oder nach der Gründung der WID, da bin ich ganz bei dem, was auch Herr Wirz gesagt hat, wir mit dieser Gesellschaft eine gute und sinnvolle Entwicklung hinbekommen haben und mit den sogar schon mehr als 800 Wohnungen, die bis zum Jahresende 2023 fertiggestellt sein werden, auch wirklich schon was Gutes und Wichtiges für diese Stadt geschafft haben. Witzig finde ich ja tatsächlich die Debatte, die Frau Walter hier heute aufgemacht hat und die AfD auch ganz total gerne aufmacht, wenn es um sozialen Wohnungsbau geht, nämlich die Debatte in Richtung Subjektförderung, also Förderung von einzelnen Menschen zu leiten. Wer ist denn die Partei, die sich hinstellt und ruft die faulen Arbeitslosen, wenn das Bürgergeld eingeführt werden soll und Menschen mit wenig Geld mehr Unterstützung bekommen sollen als Subjektförderung? Wer ist denn die Partei, die sich hinstellt, die scheiß Ausländer, wenn es über die Asylbewerberleistungsgesetz geht und da bedürftige Menschen unterstützt werden sollen? Ihnen ist doch völlig scheißegal, wie Menschen mit wenig Geld wohnen können, weil sie wollen weder wirklich eine Subjektförderung, noch wollen sie irgendwie eine Objektförderung und Förderprogramme für den sozialen Wohnungsbau. Sie schweigen sich über die Frage aus, wie denn eigentlich aus Ihrer Sicht Menschen die Mitbelastung in dieser Stadt und nicht nur in dieser Stadt, sondern in der ganzen Bundesrepublik tragen sollen und versuchen immer mit irgendwelchen netten Worten davon abzulenken, dass sie bis heute kein sozialpolitisches Programm haben und sich für Menschen in sozialen Schieflagen auch überhaupt nicht interessieren. Wenn wir noch mal tatsächlich ernsthaft auf dieses Thema, wie kriegen wir denn den sozialen Wohnungsbau in dieser Stadt wieder ein Stück weit voran schauen, da hat auch Thilo Würz schon das eine oder andere Wichtige und auch Richtige gesagt, dann sind das aus meiner Sicht 2 Maßnahmen, über die wir aktuell jetzt mal diskutieren müssten. Nämlich zum einen braucht es natürlich eine Anpassung der Förderkulisse vom Freistaat, aber nicht in der Form, wie sie in der Vergangenheit jetzt angepasst worden ist, nämlich indem der Zuschuss für den Quadratmeter quasi erhöht wurde, sondern eigentlich brauchen wir eine zusätzliche Fördersäule. Wir brauchen nämlich konkrete Baukostenzuschüsse, die die tatsächliche Baukostensteigerung ausgleichen und damit den Wohnungsgesellschaften, ja auch nicht nur der WID, es haben ja alle Wohnungsbauer in diesem Land im Moment gerade eben mit der gesamten Marktsituation ein Problem, damit die steigenden Baukosten tatsächlich ein Stück weit kompensiert werden und damit unter anderem die WID wieder in die Lage versetzt wird, tatsächlich zu bauen. Weil eben, wenn wir immer nur sozusagen den Förderbetrag pro Quadratmeter erhöhen, was das Runtersubventionieren der Miete angeht, dann geht uns halt im Finanzierungsmodell der WID immer ein Stück weit der Teil verloren, den wir, oder kriegen wir das weniger von den Banken, was wir an Fördermitteln mehr vom Freistaat kriegen und kriegen halt dann einfach weniger Kredite, haben aber am Ende nicht mehr Geld. Und das der zweite Punkt, über den man aus meiner Perspektive diskutieren muss, um den sozialen Wohnungsbau in der Stadt wieder voranzubringen, ist, dass wir auch in der Stadt Dresden uns über das Finanzierungsmodell der WID Gedanken machen. Mit den momentanen Marktbedingungen funktioniert es nicht mehr und reicht es nicht mehr aus, in diese Gesellschaft nur die Grundstücke einzulegen. Natürlich müssen wir darüber diskutieren, einen regulären, jährlichen, aus dem Kernhaushalt bezahlten Zuschuss an die WED zu machen. Und da reden wir auch über 5 bis 10 Millionen Euro pro Jahr, die notwendig sind, damit der soziale Wohnungsbau
in dieser Stadt funktioniert und damit eben auch die Bauvorhaben, wo wir jetzt in die Planung gegangen sind, die wir im Moment gerade eben nicht starten können, tatsächlich an den Start gehen können und die Baustellen da eröffnet werden können. Bislang haben wir immer nur punktuell, dort wo es gerade mal notwendig war, um irgendwie Kompensationen für Garagen, die da mal auf den Grundstücken standen oder für Baufreimachung oder ähnliches oder für Wettbewerbsverfahren Geld zusätzlich in die WED geschossen, um sie irgendwie am Laufen zu halten. Aber wenn wir wirklich wollen, dass sich beim sozialen Wohnungsbau in dieser Stadt was tut, dann werden wir da auch als Stadt selber aus dem Kernhaushalt mehr Geld in die Hand nehmen. Das wird alles nicht mit dieser, da wird alles diese Förderrichtlinie, über die wir hier reden und auch deren Überarbeitung nicht das große Problem lösen. Da müssen wir dann doch andere Debatten führen. So, schönen Dank, Herr Treves. In der Fraktionsrunde wäre die FDP als nächstes. Freien Wähler, Freien Bürger. Dann hätten wir Herrn Breuer, AfD-Fraktion, noch als weiteren Wortbeitrag und Herrn Fleming. Damit ist klar, dass das heute unser letzter Tagesordnungspunkt ist. Herr Breuer. Ja, der Einstieg ist eigentlich schon von vielen gesagt worden. Ich wollte mich eigentlich nicht melden, aber der Vorredner. Herr Treves, so ein Blödsinn. Sorry, es tut mir leid. Also, wenn Sie schon gegen die AfD hetzen, dann machen Sie sich wenigstens kundig. Wir hatten 2021, glaube ich, einen Sozialparteitag, wo wir ein ziemlich umfangreiches Sozialprogramm beschlossen haben. Das ist das Erste. Das Zweite, Das Zweite ist Objektförderung statt Subjektförderung. Die Frau Walter hat es für uns wunderbar gesagt, Objektförderung trifft häufig die Falschen und wir sind für Subjektförderung, aber Subjektförderung beim Wohnungsbau hat ja nun mit Bürgergeld oder Hartz IV gar nichts zu tun. Da geht es nämlich, darin, seien Sie mal ruhig, Sie können sich ja nochmal melden. So, also, da geht es bei Bürgergeld statt Hartz IV geht es darum, ob Bedürftigkeit geprüft wird und so weiter und so fort. Und das hat mit der Subjektförderung beim Wohngeld zum Beispiel überhaupt nichts zu tun. So, was hat man noch? Helfen Sie mir? Gut, schade. Dann war es wahrscheinlich nicht so wichtig, was Sie noch gesagt hatten. Okay, danke, tschüss. Und vorläufig zum Abschluss der Debatte, Herr Fleming, bitte. Ja, sehr geehrte Beigeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will auch noch mal auf das reagieren, was Herr Treves hier gesagt hat. Also das ist, bestätigt eigentlich nur das, was ich in der letzten Stadtratsdebatte schon ausgeführt habe. Immer noch ein obendrauf und obendrauf und obendrauf. Hier sind ja auch gleich mal schnell 5 bis 10 Millionen genannt worden, die pro Jahr dann an die WED gehen sollen als vierte Säule der Baufinanzierung. Natürlich, es ist so, ja, wir haben vollkommen unsichere Bedingungen. Die Baukosten sind gestiegen durch verschiedene Gründe, die ich hier im Einzelnen gar nicht nochmal einzeln aufzählen will. Die Zinsen sind hochgegangen, die Vorschriften sind natürlich auch noch mitgezogen. Wenn ich jetzt die ganzen Unsicherheiten sehe, was technische Ausrüstung von Gebäude betrifft, insbesondere was Wärmeversorgung, Heizung betrifft. Das ist die Lieferketten und so weiter. Und deshalb war es eine vernünftige Entscheidung der Geschäftsführung der WID und der Aufsichtsrat hat das ja auch bestätigt, dass man gesagt hat, in diesen unsicheren Zeiten kann man keine Projekte neu anfangen, weil das zu unkalkulierbaren Risiken in der Geschäftsführung des Unternehmens führt und auch natürlich dann in aller Konsequenz für die Landeshauptstadt Dresden. Wir haben ja dann am 6.10. letzten Jahres, ich habe das Datum noch im Kopf, gelernt, dass wir schon im vergangenen Jahr 13,5 Millionen an Mehrkosten nachschießen mussten in die WID. Ich überlasse es der Fantasie jedem Einzelnen hier im Raum, zu überlegen, was man mit diesem Geld hätte auch an anderen Dingen tun können.
Und wir sind nicht gefeit davor, dass solche Mehrkosten und Mehrbelastungen auch in Zukunft auf uns zukommen, weil das kann natürlich immer passieren und da die WED keine Rücklagen hat, wird es immer bei der Stadt hängen bleiben. Also mit dieser Gefahr müssen wir immer auch als Stadträte leben. Aber da jetzt, sagen wir mal, zu postulieren, dass der Stadtrat jetzt jedes Jahr 5 bis 10 Millionen nochmal obendrauf in die WED geben soll, also davon kann ich ehrlich gesagt nur warnen. Man kann durchaus die Meinung haben, dass dieser Finanzierungsbaustein notwendig sein soll oder notwendig wird, aber dann sollte es doch eine Finanzierung sein, die aus den Förderprogrammen kommt, die aus dem Bund durchgereicht werden und vom Land dann an die Kommunen. Und es sind ja, um es ehrlich zu sagen, ja natürlich nur Leipzig und Dresden, die das betrifft, dann durchgereicht werden. Und das Land ist ja auch dabei, das zu prüfen und in einer weiterführenden Förderrichtlinie dann unter Umständen noch umzusetzen. Uns wurde halt aber eben auch glaubhaft dargestellt, dass durch diese ganzen Gremiendurchläufe einer solchen neuen Förderrichtlinie auf Landesebene, denn die muss durch die Ausschüsse, die muss durch die Staatsregierung und pipapupupup, dass es frühestens zum 01.01.2024 realistisch ist, dass diese Richtlinie vorliegen kann, in der dann unter Umständen, ich will jetzt gar nicht irgendwelche falschen Versprechungen machen, in der dann unter Umständen tatsächlich so ein Förderbaustein sozusagen auch über Fördergelder genehmigungsfähig ist. Wenn das der Fall sein sollte, dann kann man das natürlich machen. Dann ist das in Ordnung. Aber jetzt mal gleich sicher hinzustellen und mal wieder 5 bis 10 Millionen zu versprechen, die aus dem städtischen Haushalt kommen für den Wohnungsbau, dafür, ich nehme das Versprechen zurück, sozusagen an das Ende des Tunnels zu stellen, davor kann ich ehrlich gesagt nur warnen. Also wie gesagt, ich glaube, wir haben ausreichend Aufgaben und das haben wir auch in früheren Teilen der heutigen Sitzung gelernt, für die wir noch ausreichend finanzielle Mittel brauchen, als nur alles komplett in den sozialen Wohnungsbau zu stecken. So, schönen Dank, Herr Fleming. Und jetzt kämen wir zur Abstimmung, Tagesordnungspunkt 17. Des federführenden Ausschussvotums und bitte um Ihr Votum. Das Ausschussvotum wurde bestätigt mit 47 Ja, 13 Nein, 0 Enthaltungen. Damit werden wir auch am Ende der Sitzung. Es gibt noch einen Geschäftsordnungsantrag von Frau Wagner. Bitte schön. Recht für eine persönliche Erklärung. Ja, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Kollegen und Kolleginnen, wir möchten... Ist das Mikro? Jetzt ist das Mikro an. Wir möchten jetzt hier gemeinsam nochmal an den heutigen Vorfall in der Stadtratssitzung erinnern und kurz darauf eingehen, weil wir der Meinung sind, dass das heute hier in diesem Rahmen nochmal notwendig ist. Und jeder, der sich auch während des Lesens noch eingeladen fühlt, mit nach vorn zu kommen, ist herzlich eingeladen. In der heutigen Stadtratssitzung wurde unsere Kollegin Anne Holowenko in entwürdigender Weise beleidigt. Sie hatte gegenüber den Stadträten Lichti und Schmählich von der Dissidentenfraktion zum Ausdruck gebracht, der Stadtratsdebatte folgen zu wollen. Dies war ihr wegen des Nebengesprächs der beiden Kollegen nicht möglich. Johannes Lichti reagierte darauf mit einem und belegte im Anschluss auch Kollegen Magnus Hecht, der ihn zur Ordnung rufen wollte, mit beleidigenden Worten. Alle demokratischen Parteien werben mit unterschiedlichen Ansätzen dafür, mehr Frauen in die Politik zu holen, um die Repräsentation nicht-männlicher Sichtweisen in den Parlamenten zu stärken. Stadträtinnen des Dresdner Stadtrates haben sich schon vor längerer Zeit in einer fraktionsübergreifenden Gruppe zusammengefunden, um gemeinsam für eine demokratische, wertschätzende,
und gewaltfreie Debattenkultur im Stadtrat zu werben. Viele männliche Kollegen unterstützen uns in diesem Anliegen. Von einigen wurden wir dafür jedoch auch immer wieder belächelt. Der heutige Vorfall, der vom sitzungsleitenden Bürgermeister Stefan Kühn mit einem Ordnungsruf belegt wurde, zeigt aus unserer Sicht leider sehr deutlich, warum hier für uns weiterer Handlungsbedarf besteht. Wir sprechen unserer Kollegin Anne Holowenko unsere volle Solidarität aus, bedanken uns bei Magnus Hecht für seine Intervention und hoffen, dass der heutige Vorfall Eigenreflexionsprozesse in Gang setzt. Der Versuch einer Entschuldigung von Johannes Lichti noch in der Sitzung kann dafür ein Anfang sein. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Wagner. Ich hatte ja zugesagt, dass wir den Vorfall im Nachgang auch noch mal auswerten. Das werden wir, wie zugesagt, tun. Hiermit schließe ich die Sitzung und wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg.